was ich heute sagen möchte, passt ganz genau zu dem, was schon gesagt wurde, speziell zu dem, was der Radim jetzt gesagt hat. Ich möchte aber beginnen mit einem mit einem Bild aus einer Fabel. Und zwar ist es die Fabel vom Frosch und vom Stier. Ein Frosch hat einen Stier gesehen und hat sich gedacht, wow, der schaut aber gut aus. Ich möchte auch so groß sein wie der Stier da. Und dann hat er angefangen, sich aufzublähen. Immer mehr und immer mehr. Hat er eingeatmet, aber nicht mehr ausgeatmet. Ja? Und ratet mal, was ihm passiert ist. Richtig, er ist geplatzt. Und in meinen Augen ist diese Fabel ausgezeichnet, eine ausgezeichnete Beschreibung dessen, was gerade in der Welt passiert, zumindest auf der einen Seite der Welt. Das, was in den westlichen Industriestaaten geschieht, ist letztendlich eine Bewegung in eine Richtung, das heißt die Expansion der Wirtschaft, mehr, die Anhäufung des Geldes bei den, vor allem der Eliten, die über die Banken versuchen, die Menschen zu gängeln und im Griff zu halten. Das ist ein tödlicher Würgegriff. Und ich habe schon einmal gesagt, ich bin der Meinung, dass alles mit allem zusammenhängt. Es gibt für alles, was in der Welt geschieht und was wir in der Welt sehen können, eine Entsprechung auch bei uns. Das hat nichts mit Schuld zu tun. Das ist einfach ein Spiegel, den wir benutzen können, um eine, wie soll ich sagen, um einen Wegweiser zu kriegen, dorthin, in welche Richtung wir uns bewegen sollen. Ich möchte da hinweisen auf den Film Thrive. Wer von euch hat den gesehen? Wer kennt den Film Thrive? Okay. Dann werdet ihr euch erinnern können, dass in dem Film gezeigt wird und sehr viel die Rede ist von dem Torus, dem doppelten Torus, dieser Bewegung. Ja? Für die, die den Film nicht kennen, was ist ein Torus? Stellt euch mal vor, ein Springbrunnen, der aus einem Punkt in die Höhe geht, nach allen Seiten sich verteilt und stellt euch dann vor, er würde sozusagen in einer kugelförmigen Bewegung nach unten wieder in die Quelle hineingehen und dann geht die Bewegung weiter. Und wenn man sich vorstellt, dass diese Bewegung jetzt in beide Seiten, nach beiden Seiten geht, ein doppelter Torus, nach oben und nach unten offen, ja, in ständiger Bewegung, kann man sich auch vor Augen halten, dass eine solche Bewegung ist es, die jedem Leben innewohnt, nicht nur jedem Lebewesen. Das ist das Prinzip, nach dem jedes Atom bis hinauf zu jedem Planeten, zu jedem Stern aufgebaut ist. Es ist die Bewegung, die sich auf allen Ebenen des Daseins widerspiegelt, bis hin zu unserem Atem. Es ist eine Bewegung, die nach innen geht und dann wieder nach außen. In einem stetigen Kreislauf. Nur so, wenn dieser Kreislauf eingehalten wird, kann es Leben geben. Sobald dieser Kreislauf unterbrochen wird oder nur in eine Richtung gehen möchte, bricht alles zusammen, erstarrt alles. Das, was dieser Frosch da gemacht hat, ist, er hat den Kreislauf nicht eingehalten. Er hat nur eingeatmet und wollte nicht mehr ausatmen. Das, was Menschen machen, die Geld horten, ist genau dasselbe. Das, was Menschen machen, die einseitig
sich und andere dazu anspornen, immer noch mehr zu leisten, mehr zu arbeiten, 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 das ist genau dasselbe. Die enden dann im Burnout. Und wir haben dieses Prinzip in unserer Gesellschaft leider überall. Und jetzt ist die Frage, was können wir tun, um hier einen Ausweg zu finden? Man muss auch dazu sagen, wenn man sich nötigen lässt, in diesen, man kann sagen, tödlichen Prozess einzusteigen, Kinder werden genötigt in den Schulen, ja, immer mehr zu leisten, immer mehr in ihr Hirn reinzustopfen, ja, ich möchte sagen, dieses platzt. Dann ist das Instrumentarium, das Mittel, mit dem wir genötigt werden können, in diesen tödlichen Kreislauf einzusteigen, ist die Angst. Nur über die Angst ist es möglich, Menschen dazu zu forcieren, zu nötigen, in so einem, ich würde sagen, Kreislauf des Todes sich dort einspannen zu lassen. Wenn wir keine Angst mehr haben, dann kann man so etwas mit uns nicht mehr machen, wir tun es mit uns auch nicht mehr. Es ist nämlich die Angst, die uns dazu veranlasst, zu glauben, es ist nur die Expansion, das Größerwerden, die Kontrolle, die Leistung, die Macht, scheinbare Macht, die uns am Leben erhält. Und ich würde auch sagen, nach diesem, ich will es nicht mal Prinzip nennen, nach diesem Motto sind die letzten Jahrhunderte gelaufen und es ist höchste Zeit, hier eine andere Richtung einzuschlagen. Die Richtung ist, ich würde sagen, paradoxe Intervention. Paradox. Wir müssen nämlich eines tun, wir müssen sozusagen, um bei dem Bild von dem Torus zu bleiben, hineingehen, statt uns noch weiter zu expandieren, statt uns auf Konkurrenzkämpfe einzulassen. Das hat keinen Sinn. Wir dürfen nicht mitmachen bei den Konkurrenzkämpfen. Wir müssen aufhören, zu glauben, wir könnten durch Kampf und durch Aggression hier irgendetwas zu unseren Gunsten oder zu den Gunsten anderer erreichen. Es ist nicht möglich. Das Einzige, was wir tun können, ist nach innen zu gehen. Ja? Man kann das auch mit anderen Worten Meditation nennen. Nach innen gehen heißt auch, das habe ich schon einmal gesagt und ich werde nicht müde, das zu wiederholen, dorthin zu gehen, wo die eigenen Ängste sitzen, wo vielleicht auch die Angst sitzt, wenn ich nichts mehr leisten kann, dann muss ich sterben, dann bin ich nichts mehr wert, dann falle ich durch den Rost. Wenn wir uns dieser Angst stellen, sie fühlen, dann kann es sein, dass diese Bewegung sozusagen gleich der Bewegung hinein in den Torus. Ich bin ganz sicher, je entschlossener wir uns da hineinfallen lassen, desto eher besteht die Chance, dass wir auf der anderen Seite wieder rauskommen. Dass wir sozusagen durch diese Wormhole auf einer anderen Seite wieder ans Tageslicht gelangen und damit ans Leben gelangen und den Lebenskreislauf wieder in Gang setzen können. Das kann unser Beitrag sein. Danke.